Dein Platz oder meiner? Debbie Reese Witherspoon und Peter Ashton Kutcher sind seit 20 Jahren beste Freunde. Ohren, obwohl sie totale Gegensätze sind. Die praktische, risikoscheue Buchhalterin Debbie sehnt sich nach Routine und Stabilität mit ihrem Sohn Jack, Wesley Kimmel in La, stilbewusster Markenberater Peter lebt vom Wandel in New York City. Als sie eine Woche lang Häuser und Leben tauschen, erfahren sie, dass sie sich doch noch nicht alles erzählt haben und stellen fest, dass das, was sie denken, dass sie wollen, vielleicht nicht das ist, was sie wirklich brauchen. Der von Olin Brosh McKenna, Der Teufel trägt Prada, 27 Kleider geschriebene und inszenierte Film spielt auch Jesse Williams, Zoe Char, Steve Zahn, Thich Nhat Hanh, Griffin Matthews, Rachel Bloom, Shiri Appleby und Vera Lovell. Ich sehe es als einen Body-Swapping-Film, aber ohne Body-Swapping, sagt Brosh McKenna zu Tudum. Sie können jeweils eine Meile in den Schuhen des anderen gehen. Und dabei lernen sie Dinge voneinander, die sie sonst nie erfahren hätten. Brosh McKenna, eine Rom-Com-Veteranin, die moderne Klassiker wie Der Teufel trägt Prada, 27 Kleider und Morning Glory, geschrieben und gemeinsam mit ihrer Freundin Rachel Bloom, die auch im Film zu sehen ist, Crazy Ex-Girlfriend erschaffen hat, hat sich um sich selbst gekümmert, Leben für die Inspiration, Your Place or Mine zu schreiben. Ich ging nach New York, um an etwas zu arbeiten, und blieb in der Wohnung meines Freundes Ted, sagt sie. Zu der Zeit war er Junggeselle, und es brachte mich zum Lachen, wie junggesellig seine Wohnung war. Er hatte sein Besteck immer noch in einer Plastikfolie. Es brachte mich also zum Lachen, darüber nachzudenken, was passiert wäre, wenn Ted zu mir nach Hause kommen und auf die Kinder aufpassen müsste. Das war die Entstehungsgeschichte. Ich habe dann tatsächlich Ted in dem Film gecastet, der einen Türsteher spielt. Sie können also die Inspiration für den Film im Film sehen. Werfen Sie einen ersten Blick auf Witherspoon und Kutcher als Debbie und Peter im Trailer oben und scrollen Sie weiter, um weitere Informationen zu Your Place or Mine zu erhalten.